Bien, bonjour à tous. Cette conférence de presse est extrêmement symbolique, puisqu'elle est la démonstration que les forces du Parti de la gauche européenne sont unies autour du gouvernement de Syriza. Ich möchte allen einen schönen Tag wünschen und Ihnen sagen, dass diese Pressekonferenz und dieses Zusammentreffen hier symbolischen Charakter hat und zeigt, dass die Europäische Linke sich einig ist, um den Kurs der griechischen Regierung Syriza zu unterstützen. L'appel que nous rendons public aujourd'hui le dit très clairement. La victoire de Syriza peut être la chance d'un nouveau départ pour l'Europe entière. Wir sagen es auch ganz deutlich in unserem Aufruf, den wir Ihnen heute aushändigen werden, dass die Europäische Linke in dem Wahlsieg der Syriza einen neuen Aufbruch in Europa sieht. Toute l'Europe souffre de l'austérité. Ganz Europa leidet unter der Sparpolitik. Évidemment, la Grèce en a souffert tout particulièrement et la victoire électorale de Syriza marque l'échec profond des politiques menées par la Troïka. Und in Griechenland hat die Bevölkerung in besonderem Maße darunter zu leiden gehabt und leidet darunter. Und letztendlich ist der Wahlsieg von Syriza ein Beweis dafür, dass die neoliberale Politik versagt hat. Mais c'est l'ensemble des pays européens qui souffrent de l'austérité. Aber letztendlich leiden ja alle europäischen Bevölkerungen unter den sozialen Streichungen. Les pays du sud de l'Europe. Vor allem die Länder im Süden Europas. Mais aussi les autres pays dans lesquels se développe le chômage et la précarité. Aber auch in anderen Ländern, wo Arbeitslosigkeit und prekäre Arbeitsverhältnisse um sich greifen. Donc le retour à une croissance saine et durable pour toute l'Europe. Wir brauchen die Rückkehr zu einer Politik des dauerhaften Wachstums. Passe aujourd'hui par la sortie des politiques d'austérité. Und wir müssen der Austeritätspolitik entschieden entgegentreten. Et par la construction de politiques de développement social, productif et écologique. Eine Politik der wirtschaftlichen Entwicklung, der ökologischen Entwicklung und eine neue Sozialpolitik. Qui produisent des politiques qui produisent de l'égalité et du développement social partagé Wir en Europe. Wir brauchen eine Politik, die sozialen Frieden bringt. Nous réaffirmons donc dans cet appel ce qui sont nos buts communs. Dans la bataille contre l'austérité en Europe. Wir haben in unserem Aufruf erwähnt, worauf es uns in unserem Kampf ankommt. La nécessité d'une conférence européenne sur la dette, parce que le problème de la dette n'est pas un problème grec, c'est un problème européen. Wir sprechen uns aus für eine gesamteuropäische Schuldenkonferenz, denn diese griechische Schuldenproblematik ist keine rein griechische Angelegenheit, sondern das betrifft ganz Europa. La nécessité de faire jouer à la Banque Centrale Européenne un rôle nouveau, non pas seulement Wir au service fordern die Europäische Zentralbank auf, eine neue Rolle zu spielen und nicht nur Dienstleister der Finanzmärkte zu sein. La nécessité que les financements de la Banque Centrale Européenne servent le développement social sondern dass die Mittel der Europäischen Zentralbank eingesetzt werden für öffentliche Investitionen und für soziale Vorhaben. Nous réaffirmons dans cet appel la nécessité de promouvoir un nouveau développement social et productif en Europe. Wir sprechen uns für einen neuen Entwicklungstypus der produktiven und sozialen Entwicklung aus. La nécessité de taxer davantage la finance et les plus grandes fortunes Wir pour que cet argent contribue à une meilleure répartition des richesses. Von Finanztransaktionen und eine stärkere Besteuerung von hohen Einkommen und großen Vermögen.
Et le scandale récent de SwissLeaks après und der, celui neuerliche Skandal mit SwissLeaks de Luxembourg montre qu'il y a beaucoup à faire Luxembourg pour récupérer hat uns ja auch wieder gezeigt, au service du bien commun l'argent gâché dass, par la finance. Wir auch die Steuerflucht effektiv bekämpfen müssen. Et nous sommes favorables à une relance massive de, des programmes d'investissement public pour lutter contre le chômage dans toute l'Europe. Wir engagieren uns für öffentliche Investitionsprogramme für die Stärkung der öffentlichen Infrastruktur und Daseinsvorsorge. C'est dans cet esprit que nous soutenons la demande ökologisch und sozial du gouvernement nachhaltige grec, wirtschaftliche Entwicklung. Und in diesem Sinne unterstützen wir die neue griechische Regierung, die ja vom griechischen Volk gewählt worden ist. D'un nouveau plan de marche pour la Grèce qui lui permette de retrouver la voie du développement. Das Vorhaben dieser Regierung, um Griechenland auf einen Entwicklungspfad zu bringen. Nous tenons à protester contre ce qui s'est passé hier à l'Eurogroupe. Wir protestieren dagegen, was gestern auf der Tagung der Eurogruppe passiert ist. Et nous redisons qu'un accord avec le gouvernement grec. Und wir möchten hier nochmals betonen, dass eine Einigung mit der griechischen Regierung gerechtfertigt gewesen wäre. Es geht einmal um die Achtung vor dem griechischen Volk und um die Achtung vor einer weiteren menschlichen Entwicklung. Cet accord avec le gouvernement grec, il est nécessaire. Das heißt, die Achtung vor der Demokratie. Parce que l'accord avec le gouvernement grec est nécessaire. Eine Einigung mit der griechischen Regierung ist eine unabdingbare Notwendigkeit. Parce que le peuple grec n'acceptera pas un nouveau mémorandum. Denn die griechische Bevölkerung wird ein neues Moratorium nicht akzeptieren. Et contrairement à ce qui est dit par certains gouvernements et certains dirigeants de l'Europe, und im Gegensatz zu dem, was von Regierenden und von Staatsoberhäupten in Europa behauptet wird, ce n'est pas un accord avec le gouvernement grec qui coûterait de l'argent aux contribuables allemands ou français. Mit der griechischen Regierung, wo dann das französische Volk und die anderen Bevölkerungen in Europa die Kosten zu tragen haben. C'est l'absence d'accord avec le gouvernement grec qui pourrait coûter très cher à toute l'Europe. Umgekehrt, wenn es nicht zu einer Einigung mit Griechenland kommt, dann wird das Europa sehr teuer zu stehen kommen. Et cet accord avec le gouvernement grec est possible. Eine Einigung mit der griechischen Regierung ist immer noch möglich. Les financements disponibles existent. Die finanziellen Mittel dazu sind vorhanden. Comme le montrent les décisions prises il y a quelques semaines par la Banque Centrale Européenne. Vor einigen Wochen hat ja die EZB eine Entscheidung getroffen. La raison donc incite à passer un accord avec le gouvernement grec, und ich denke, qui permette à la Grèce de respirer die Vernunft walten lassen et de reconstruire une voie pour son développement. Und sollten der griechischen Regierung entgegenkommen, damit sie einen neuen Entwicklungspfad begehen kann. Je veux renouveler, après ce qu'a dit Bernd, notre appel pressant à ceux qui, dans la social-démocratie, continuent d'appuyer des politiques libérales suicidaires. Den Aufruf von Bernd unterstützen und sagen, dass das Verhalten der Sozialdemokratie eigentlich selbstmörderisch ist. Et je demande une nouvelle fois au gouvernement français und et à François Hollande fordere die französische d'appuyer Regierung le gouvernement und grec Hollande auf, die griechische Regierung in der jetzigen Situation zu unterstützen. Je signale d'ailleurs que dimanche dernier,
50 députés. Ich möchte Sie darüber informieren, dass vorigen Sonntag 50 sozialistische Abgeordnete ont publié un appel de soutien au gouvernement grec de Syriza. Solidaritätsappell mit Syriza unterzeichnet haben. Et les écologistes français und die französischen Grünen sont dans l'action avec haben nous sich dem angeschlossen pour soutenir les demandes du gouvernement grec um hier die Bestrebungen der griechischen Regierung zu unterstützen. Il y a donc un mouvement de solidarité important qui se développe also dans de très nombreux pays européens. Können wir doch das en faveur d'un accord eines, avec le gouvernement de Solidaritätsbündnisses für Syriza beobachten. Et nous prendrons, nous continuerons à prendre toutes les initiatives nécessaires pour und exprimer werden, cette solidarité. In diesem Sinne alle Initiativen ergreifen, um unsere Solidarität notamment lors wirksam de, werden zu lassen. Notamment lors de la journée du 18 mars dont a parlé. Vor allen Dingen auch am 18. März. Darüber werden wir ja noch sprechen. Merci. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.